Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in a Terrorist-Stadt. Juhu! Hallo! Mit dabei, logischerweise alle. Und ihr seht, wo ich gerade sehe. Hat einer da Traitor-Ding direkt da gestartet? Welches Traitor? Da ist da diese Kopf hat da rausgeguckt. Dieses Kopf aus dem Wasser. Das ist kein Traitor-Ding, Jay. Das fällt TNT vom Himmel. Okay, da kann jeder drauf schießen, Jay. Okay, wusste ich nicht. Hat auf den Kopf drauf geschossen? Kam jetzt der große Kopf? Da kam ein großer Kopf aus dem Wasser. Hallo. Yeah. Ich hab das hab Fall. Ich gesehen. Ich bin, ja, da musst du nur mit einer Sniper drauf schießen. Ja, ich hab auch eine Sniper, Peter. Ja, die ist aber nice. Vom Jeremy, nachdem der anfänglich auf seinem Schiffchen war. Ja? Nope. Ach, diese Taubengeräusche. Peter, das ist aber saugefährlich. Tauben möchten dich gleich töten, Peter. Ist wirklich gefährlich, was du da machst. Yeah. Okay, dann nicht. Ne, manchmal nicht. Der war nicht. Na, Bram, ich seh dich gerade. Nur ein schlechter Versuch. Ich seh auch. Ich bin der die ganze Zeit auf dem Schiff rumgecrapt ist. Komm, ich schmeiß auf Peter, das ist eine geile Smoke, damit du was zu rauchen hast. Dankeschön. Hallo. Guck mal, den Weg kenne ich ja noch gar nicht. Bram hat nur eine Pistole. Man findet immer wieder neue Sachen. Ja, aber das war genau die Problematik, Sebastian. Ist hier ein Traitor Room? Wo? So ein goldener Eingang mit weißen Platten vor? Okay. Das wäre neu. Wäre mir zumindest neu. Wäre mir auch neu. Die auch. Wie soll das denn sein? Da hat jemand Abgang gemacht. Explosion, Leute. TNT. Christian hat da TNT fast kaputt gemacht. TNT am Strand. Und zwei Leute direkt übereinander. Ist natürlich auch geil. Bram, wo hat sich teleportiert, oder? Auf jeden Fall. Wo warst du gerade, Bram? Ich stehe in dem Haus drin. Und davor war ich auf dem Hausdach drauf. Auf dem exakt selben Haus. Das ist ja schon ewig her. Das ist schon ein bisschen her, Dalu. Der ist von dem Schiff mit der Pistole weggelaufen. Da hab ich noch gesagt, boah, Bram, du hast nur eine Pistole. Ach, da schießt du mal. Peter. Ja. Nee, nix, ja, Peter. Christian ist es. Peter hat geschossen. Nee, Peter hat nicht geschossen. Ich hab geschossen. Ich hab's gesehen, auf Peter war es. Auf dem zwar nur, aber... Da kannst du aufhören, Lügengeschichten zu verbreiten. Noch nicht. Das ist ein Mies. Erst wenn die Runden... Gibt's immer jeder. Jay benutzt Portale. Jay ist übrigens Traitor. Ja, und Sepp redet mir, safe kill. Ich bin da. Ja, ist klar da, du fucking Spacko, Traitor da oben. Komm, wir laufen mal da durch. Ja, okay, was hab ich denn gemacht, hä? Ja, ändert nichts, du bist halt Traitor. Ey, für euch, ich bin einfach Traitor. Alles klar, ich sag, Dalu ist innocent. Das Portal ist bei Bram oben, Bram ist Traitor. Ich bin doch gerade da unten durchgelaufen. Ich bin Alter, was hast du? TS-Lag heute, Dalu. Kam nicht an, Internet Explorer. Ja. So, ich bin durch das Portal nämlich durchgelaufen und wollte sagen, wer auch immer das den Traitor schlecht gesetzt hat, weil man also auf der Platte landet. Ja, ja. Aber die kann man doch wegklickern, oder nicht? Also die Platte, wo man runterfallen kann? Nee, nicht die Platte, sondern das ist in der Höhle oben, im Berg drin, in dieser Lavahöhle, weißt du. Da gibt's ein Feld aber und auf dem spawnst du, wenn du durch das Portal durchgehst. Aber nice. Aber wahrscheinlich, wenn du länger läufst. Kann man eigentlich eine Insta durchschmeißen? Ich schmeiß da mal was durch. Leute, das geht echt. Ende des Portals gesehen, ne? Das kann nur Jay sein. Ja, nein! Alleine von der Portalposition her kannst du Jay sein. Musst auch gerade trinken. Wo ist er denn? Oben in den Berg, aber kann sich immer runter zum Strand teleportieren. Deswegen warte ich lieber unten. Hä? Du schießt dann auf Peter. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Mann, wer schießt das auf Peter? War mit der Shotgun. Auf die Entfernung. Aua, ich werde beschossen. Ganz hinten am Strand, er ist da. Ich wurde beschossen. Links rum, Christian, links. Ich glaube, Dalu war das. Nein. Christian. Irgendwas hat mich beschossen. So, jetzt ich hab Jay getroffen. Ja, und der war genau da, wo ich ihn dir gecallt habe, richtig? Der hatte die Portal Gun in der Hand. Er hat den auf mich geschossen. Und auf mich? Das mit der Shotgun, das war, glaube ich, Jay, der am Strand hier war. Richtig. Ja, dann hat der auf mich geschossen. Aber trotzdem muss es einen Bösen geben. Es müsste Dalu oder Sepp sein. Ich weiß nicht, was Dalu da für ein Spiel spielt. Christian, komm mal zurück. Das stimmt. Und ich wurde beschossen. Ich bin 72 runter. Könnt ihr gucken. Der hat, also Jay hat safe mit der Shotgun auf Peter geballert. Ja, dann ist es Sepp. Klar. Ist ja auch easy für dich. Oder? Ja, ist ja auch wahr. Christian, das ist nicht die beste deshalb Position, werde ich beschossen einfach so. Da oben ist Dalu, by the way. Christian, der von vielleicht die Leiche dir noch mal verstecken, damit bei Peter kann es ja immer noch sein. Ja, okay, aber... Das ist ein Trick. Wieso? Christian ist der nee, da kann es immer noch sein, wenn Jay auf mich geschossen hat. Ja, vielleicht hat Jay ja gar nicht auf dich geschossen. Wenn er wirklich auf Sepp hat doch Christian gesehen. Dann könnte es wirklich Dalu sein. Wird Dalu da nicht zu viel vertrauen. Doch, auf jeden Fall für die Runde bin ich Inno. Inno?
Das ist schon Overtime. Terroristen sind wir alle. Ja, ist vor allen Dingen weg. Nee, Peter ist noch da. Ich bin mal gespannt, womit Sepp gleich ankommt. Ich würde sagen, Teleport erstmal. Da ist Sepp! Ja, also ich bin Peter auch low, ist, Peter. Wie du siehst. Die Leiche wirklich out of reach gemacht. Oder? Bin ich low oder bin ich low? Na gut, ja, ich hab gesehen, dass du hört bist, ja, definitiv. Ja, siehst du? Ja, nur weil du low bist, heißt ja nicht... Wir gehen mal aus. Warte, ich hab mir jetzt auch kurz so einen Fallschaden geholt. Okay, ich bin jetzt auch angeschossen. So, jetzt haben wir alle dieselbe Ausgangssituation. Was ist da gerade explodiert? Ja, er hat ja... Sepp schießt. Damage gemacht. Nein, Sepp schießt auf uns. Ja, ich hab die Schüsse gehört. Hä? Oh. Connection Problem? Wow. Ich hab... Bisschen raus? Rechts am Strand lang, Peter. Hab ich gesehen. Oh oh. Das ist jetzt falsch. Ich hab ihn verloren. Oben, über dir. An den Häusern rechts. Nein! Oh, ich hab das falsche Item gekauft. Was ist denn das für eine Kacke? Na, ich hab Scheiße. Standbild gehabt und dann werde ich erschossen. Ja, du bist bei mir hinterm Stein stehen geblieben. Selbst schrei ein bisschen mehr rum, sei überzeugender. Du wurdest wirklich mit Jay angeschossen, keiner glaubt. Ich hab dich angeschossen, genauso wie Peter das, wie ich Peter angeschossen hab. Ja, Dalu wollte einfach. Ja, das Problem ist bei Peter, aggressiver sein. Da habe ich gesehen, dass du den angeschossen hast. Ja, was sollen die denn machen? Die haben einfach gewartet. Naja, genau, also Sepp, ich war mir halt nicht sicher, wer es ist, ehrlich gesagt. Aber Sepp hätte mich nicht davon überzeugt, dass Dalu es ist. Nee. Also bei Dalu und Sepp war ich mir nicht sicher. Bei Peter halt schon, weil da stand ich ja neben, als du auf den geballert hast. Ja. Warum sollten sie auch jemanden anschießen? Das stimmt. Aber ja, also der Teleport-Gun war natürlich Kackjes. Dass du dann direkt auf dem scheiß Stein landest. War ganz schön cool. Ja, war super cool. Aber du bist immerhin durchgelaufen. Das hat schon mal funktioniert. Jawohl. Jetzt habe ich eine Waffe und die gefällt mir ganz schön gut. Meine gefällt mir nicht so gut. Gute Mac 10. Hast du denn, Peter? Achso, okay. Sniper? Ja, ich nehme das Sniper. Oh, ich krieg Schaden. Ja. Ich hab Schaden gekriegt. Peter, bitte, hier oben ist Experimentierzone. Von wem habe ich Schaden gekriegt? Oh, die wollte ich machen. Ah ja. Ja, dumm gelaufen. Wie viel Schaden denn? 30. Also ich kann schon wieder gefährliche Aktion 30 ist gar nicht so wenig. Ja. Ja, nicht runterfallen. Du hast auch ein Hyping, Christian. Dein Internet's kackt ab. Das kann sein. Also, ich lade ja auch nichts hoch oder so. Ich hab zwischendurch einfach Standbild und dann werde ich gleich gekickt. Ist doch kacke. Ja, Alter, da war die Möwe. Ja, okay, Christian hat gerade Internet-Ausfall. Der leckt auch. Uah, passiert ja schon okay, aber bei dir. Hallo. Jetzt wird besser. Fängt sich aber vom Sound her hört sich dann okay an. Nein, es fängt sich gerade komplett. Brauchst du nicht, alles gut. Dalu, komm mich schön. Ja, aber. So, Dalu, jetzt wo du. Kannst du nochmal sagen, kennst du diesen Eingang, diesen goldenen Eingang mit den weißen Platten? Nein, ich habe zumindest gerade irgendwas aufgehoben. Ich will jetzt auch wissen, wo der ist. Okay, pass auf. Ich erkläre euch das, wo das ist. Wenn du vom Traitor-Tester stehst, ich muss. Wo ist überhaupt der Traitor-Tester? Unten, wo du den Berg hoch. Ach nein, ja, vergiss dieses Holzgedöns, ja. So, und dann? Wenn du vom Traitor-Tester stehst und dann den... Oh Gott, wir werden gleich alle sterben. Ja, ich weiß, diese Runde kannst du jetzt schon zum Wegwerfen. Ja. Aber ist nicht schlimm. Bram ist so ruhig da oben auf dem Berg, der ist es bestimmt. Ja, würde ich nur mal anmerken. Ich komme da gar nicht hin. Du musst da nur hochklettern. Alter, und dann ist der Eingang. Hier, guck mal kurz hoch, da wo ich stehe. Da ist der Eingang. Und jetzt gehe ich hier wieder weg, weil gleich werde ich sterben. Ah, so... Ich will den auch den Creators-Tester sehen. Vielleicht andere Waffen. Nein, der Creators-Tester ist hier unten. Also dieses Dingen hier kenne ich, diese Blöcke. Ja, den meine ich, aber der Eingang, der ist halt, also ich weiß nicht, ob das ein Eingang ist, sieht aus wie ein Eingang, aber ich weiß nicht. Nicht? Christian ist es! Ich hab Christian umgebracht. Über dir, Dalu, über dir! Ach, Bram ist der andere. Oh, Dalu, ey, warum misstraust du eigentlich immer nur mir? Wieso misstrauen? Ich bin ausgewichen. So, okay. Ich dachte, du wärst gestorben. Nee, ich bin gerade in die Höhle reingesprungen. Ich dachte, ich müsste auf Peter schießen, weil der checkt, dass ich vielleicht ein bisschen hochgesprungen bin. Ja, hab ich nicht gesehen.
ich hatte halt den Bull drin und ich bin in dieses kleine eine Feld gefallen und jedes Mal, wenn du springst, springst du halt 10 Meter hoch. Ja, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich schon wieder weggeguckt in eine andere Richtung. Ich sagte doch, Bram ist das. Der ist so ruhig und ist da oben auf dem Dach. Ja, ich wollte wissen, was ihr am Trader-Tester macht. Ja, habt ihr jetzt den Eingang gesehen, Jay und Dalu? Ich kam da noch nicht zu. Ich weiß, wo der ungefähr liegt. Ich bin gerade durchgeflogen, da ist aber nichts hinter. Okay, da ist nichts hinter, ja, dann ist eh egal. Durchgeflogen, ja. Ja, aber kann ja ein Teleporter auch sein. Ich weiß nicht, was es sieht halt speziell aus, aber vielleicht ist der Creator da nicht mehr hinzugekommen oder was weiß ich. Ja, keine Zeit mehr gehabt. Ja, das ist Minecraft Heaven Edit. Nicht so wie Binding of Isaac. Ich bin... Oh, ich muss mal kurz an die Tür. Sepp steht und kauft. Oh, ich bin Sepp steht rum. In welcher Richtung? Wo steht denn Sepp? Irgendwo am Boot? Er trinkt ja, wenn er im Wasser ist. Oder schwimmt er automatisch? Wenn er tauchen ist, das geht unter. Also wenn er irgendwo am Boot ist, dann ist der innocent. Aua! Fuck. Was heißt denn Aua? Ich bin möglicherweise gerade in die Dingens gesprungen. Warum ist denn so weit? Huch, das war knapp. Jetzt mal da hoch. Ist grad, ach so, Christian. Ey, Dalu, da ist aber gerade geschossen. Hier ist so ein Schuss eingeschlagen, oder nicht? Nee, es hat irgendeiner mit einem Negev oder so geschossen, ja, aber das war nicht bei mir. Fass. Ja, aber hier ist ein Schuss also eingeschlagen, auf also dieses Block. So, dann hat jemand auf mich geschossen, das habe ich nicht mitbekommen. Ein Schuss ist eingeschlagen. Jetzt wird getrunken. Da wäre getrunken. Ja, Peter. Oben auf dem Berg. Peter hat getrunken, ich stand 13 daneben. Ganz schön Pech. Wie lustig ist das denn? Sepp ist bestimmt der andere Traitor, oder? Komm, wenn Sepp am Boot ist, dann nicht. Christian ist an der goldenen Tür mit mir. Oben noch nicht. Christian ist mit mir an der goldenen Tür. Du siehst ihn von hier. Christian ist mit mir an der goldenen Tür. Wenn du am Steg vorbeiguckst. Christian. Ja, Christian ist hier. Lol, du... Warum? Ach Leute, der lügt wieder. Ja, Dalu ist der andere? Ja. Was ist denn jetzt? Nein, Dalu ist wiederbelebt worden mit dem Ass. Ach so. Ich glaube, Bram hat ihn eigentlich zu Klump geschrubbt. Was ist das denn? Ach Mann! Peter, Alter. Ach, jetzt hab ich mich doppelt gehört. Hallo? Alles verwirrend. Hab ich bei irgendwem gerade doppelt gehört. Dalu, wo bist du denn gespawnt? Ja, am Schiff. Ach so. Nee, der lügt. Der ist bestimmt wieder gespawnt an seiner Leiche. Sepp ist Lügenlord. Der Einzige, der die Runde überleben wird. Hi. Ah, Lügenlord. Kämpfst du gerade mit Sepp, oder was? Ja. Sepp hat sich hart gewehrt. Jetzt hat er Sepp erschossen. Du musst mir kurz einen Credit holen, es tut mir leid. Mann, das kann er nicht. Lü. War richtig knapp, ey. Peter ist noch da, oben auf dem Berg und Dalu auch. Beide oben auf dem Berg. Okay. Aber das dürt ein bisschen, bis ich dir helfen kann. Boah, ich glaube, ich kann dir schon nicht mehr helfen. Nee. Wo hast du den gekillt so schnell? Peter hat den weggerotzt. Bam, oh. Junge. Weißt du, wo der ist, Dalu? Leider nicht. Du warst doch tot. Ja, das stimmt. Ich sollte mir angewöhnen, die mal anzugucken, bevor ich sterbe. Ah, wobei, die sind nur 100 Jahre weitergelaufen. Übrigens, dieses Gerät, was du da hast, das habe ich nicht gekauft. Keine Ahnung, ach was so, herkommt. Ach so, okay, dann kannst du die Portal Gun nicht droppen und die wird dann zum Newton-Launcher. Ich dachte schon, du hättest einen Newton. Er ist am Strand. Welchem Strand? Hier, hab ihn ins Wasser geschossen. Jetzt da, er hängt im Wasser fest. Jetzt kommt er wieder raus. Viele hier. Strände! Da geradeaus durch, du hast ihn gleich. Ich schieß ihn weiter. Mit wo Newton. Ist der? Da, ich schieß Jason ihn Jason kommt! Da ist er. Leute, er drückt die einfach! Nein, nicht mit der Crowbar. Schade. Holy. Schade. Ja, da du mich aber echt beim da oben dann überrascht mit der Crowbar niedergeknüppelt. Ich war so voll so, Moment, ich dachte erst, da wäre da doch nicht gewesen, weißt du, so, weil der hat ein Spiel nicht vorbei, aber ich war echt mega verwirrt. Du hast dich genau in dem Moment, in dem ich dich abschießen wollte, bist du so einen Schritt nach rechts gegangen. Wow.
Ja, manchmal braucht man ein bisschen Luck. Und dann dachte ich, ist wieder alles vorbei. Ja, hab ich auch gehofft. Und dann belebst du saurig wieder. Chroma kam. Boah, das wäre eine richtige miese Runde gewesen, wenn du da einfach drauf gegangen wärst. Du meinst so, wie wenn ich einfach trinken würde? Neben ich habe vorher extra draußen geguckt, ich habe keinen gesehen, ich habe keine Ahnung, wo Bram daherkam. Ich stand da halt so rum draußen und dann dachte ich mir so, boah, das wird aber ganz schön frisch, musst du mal reingehen. Die ganze Zeit draußen chillen ist ja nicht cool. Ich hätte gerne ein bisschen Munition. Hallo? Sepp? Was machst du da? Was machst du da? Ich komme hier nicht hoch. Ich bin die Treppe gegangen. Ja, ich wollte die Waffe haben, weil ich hatte Müll. Beine würde sein, dass ich sterbe. Verbrannt. Wenn ich sterbe, dann bin ich innocent. Okay, ich sterbe nicht. Alles cool. Sehe ich erst, wenn ich dich kämpfe. Ah, das heißt, du bist Traitor im Umkehrschluss jetzt, oder was? Wenn du nicht stirbst, bist du so Traitor. Ja, wenn ich, wenn ich nicht sterbe, bin ich Traitor. Nee, du hast gesagt, wenn du stirbst, bist du innocent. Also bist du im Umkehrschluss, wenn du nicht stirbst. Wo kommt der Umkehrschluss her? Weiß warum gibt's diese das Regel? Das ist mein Wunschumkehrschluss. Ja, warum, weg. Sehr gut. Warum sollte sich meine Dingens ändern, wenn ich sterbe? Die ist ja die gleiche wie bevor ich sterbe. Nee. Vielleicht ist das wie ein Traitor-Tester. Also das hast du so nicht gesagt, Peter. Also ich dachte jetzt auch, wenn du nicht stirbst, bist du eigentlich Traitor. Okay, also das Peter ist zum Abschluss freigegeben, okay. Jay, was machst du da? Jay vergiftet! Jay hat mich vergiftet! Was? Jay hat mich vergiftet. Ich wurde vergiftet? Der ist unten am Strand in der Höhle. Ja, aber. Christian, du standst da direkt neben dem. Ja? Oh nein. Hat leider nicht gereicht. Du Ficker! Boah, danke schön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Kein Problem. Moment! Bitteschön. Dankeschön. Kein Problem, wir machen das Bram. Der hätte halt auch eine Diegel in der Hand haben können. Dalu, der hat mir zu viel geredet. Als er geschossen hat, hat er sich direkt bewegt. Ich wollte gerade sagen, lass rauslaufen, ich leg so ein Explosionsleiche in den Gang. Weil es auch eine Diegel hätte sein können. Hat dir das Vögelchen gefallen, Dalu? Und dann hat er sich leider bewegt. Du hast echt eine Taube geworfen, ich dachte, ich wäre in der Vulkanexplosion gestorben. Nee. Hab ich ja nicht mal gesehen, den Vogel. Du Schlingel, du nee. Also, wie wir gesehen haben, Peter war Traitor. Ja, Peter war auf jeden Fall Trader. Der traitorigste von allen war ich. Ja, und der Umkehrschluss kam ja, weil du gesagt hast, wenn du stirbst, bist du Inno. Warum warst du denn nicht davor? War ich doch auch davor. Nee, wenn du stirbst, ändert sich doch das nicht, ob du Inno bist oder nicht. Ja, aber warum hast du nicht gesagt, du bist Inno, sondern wenn ich sterbe, bin ich Inno. Ja, einfach nur so. Ja, damit ihr wisst, was ich bin, wenn ich tot bin. Peter ist ein bisschen verwirrt, oder? Ich würde sagen, nicht mehr als üblich. Dachte ich, mach jetzt einfach einen schlechten Witz, das ist voll die Diskussion entstanden. Christian hat eine Granate? Ja. Das ist eine normale Granate. Man muss nämlich gar nicht in die Lava springen, das ist so ein Genie. Fast in die Lava gefallen. Wo ist denn? Moment, Sepp ist nicht am Schiff, Sepp ist Traitor. Sepp ist nicht am Schiff. Nee, vorhin, okay. Als ich Traitor war. Gute Kausalkette. Ja, Sepp war die ganze Zeit immer als Schiff. Wir haben heute mit Umkehrschlüssen. Nee. Doch, doch. Bram blamed gerade Sepp. Deshalb also wurde ich Dalu deshalb wurde Traitor. Ich hier hinten. Ja, genau, also ist Dalu. Alles klar. Dalu spielt der weiße Hai. Sepp ist pisst. Jetzt ist Sepp er wirklich Traitor. Sepp ist pisst. Sepp ist Traitor. Nee, was ist das? Spielt man nur alleine. Geh aus dem Wasser. Achso. Ich dachte, du bist mal unter Wasser gegangen, um Ruhe kaufen zu können. Ich hab dich jetzt angeschossen, Jay. Ja, ich glaub, Sepp ist Traitor. Hast dich hoffentlich verschluckt. Jay tut so, als wenn er sterben würde. Ja, obwohl niemand geschossen hat. Na, Jay? Warum hast du mich angeschossen? Na, weil du genau so ein Penner bist wie Bram. Nee, du bist Trader. Hab ich dich auch angeschossen? Ja. Ich glaube, selbst Trader. Christian und Peter, das wird eine einfache Runde für euch. Ich glaube nämlich nicht, dass einer von Trader ist. Christian und Peter, bei mir steht innozent. Das ist aber falsch. Wie das aber falsch? Achso, nee, das ändert sich. Wenn ich lebe, bin ich innocent. Wenn ich sterbe, bin ich Traitor. Diese fucking Geräusche von Tauben, das macht mich immer so wahnsinnig. Die kriegst du aber nur, ich hab das nicht gehört. Also die kriegst du, glaube ich, nur, wenn du auf einer bestimmten Höhe bist. Wenn du innocent bist, dann hörst du die nur. Nee, wenn du auf einer bestimmten Höhe bist. Also hast du die nicht gehört, Sepp? Nee, warum auch? Ich hab auch keine Ohren mehr, ich hab 24 Leben. Sepp, auch nicht. Ich hab nicht mehr alle Körperteile. Ja, irgendwie muss ja mein Leben abgezogen sein. Ist Jay vielleicht schon tot? Nee. Ah, okay.
Der kann doch einfach sich wieder heilen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Und dann kommt. Ja, da kommt der Sepp. Wo ist denn eigentlich der Bram? Ich will den mal zum Schweigen bringen. Okay, okay. Ich kündige mit an, wenn ich selbst abschießen werde. Ja, aber wo bist du denn? Weg. Disappeared. Da, Lu, da war... Ich bin auf dem Schiff. Nein, er hat's bemerkt. Leck mich am Arsch. Kannst du dich noch erinnern, als du vorher hier standst und die ganze Zeit links, rechts gelaufen bist und dann zu Dalu gelaufen bist? Christian? Nee. Seitdem stehe ich hinter dir. Okay. Dalu, kannst so du diese Leiche bitte confirmen, wenn du von einer Leiche redest? Die anderen scheint das nicht zu interessieren. Ja, aber was ist, wenn es eine Fake-Leiche war? Ja, ich habe so nur die Leiche. Scheiße. Ich werde gar nichts confirmen. Dürfte Sepp sein. Ich ja, oder Sepps Fake-Leiche. Sepp? Oder Jay hat einfach... Da ist eine Taube, Dalu! Ich hab Dalu geheadshottet. In one. Ja, geil. Das erzählt er wieder. Nee, da stehst du jetzt auf dem Schiff. Was ist passiert? Oh. Da hat wieder tot. Au. Dalu zweimal gekillt. So. Das ist die Fake-Leiche? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn irgendeiner an Dalus Leiche rangeht, werde ich den wegmachen. Ja, ist auch richtig so. Ey, die dürfte ja am Schiff sein. Alles gut. Die ist am Schiff, ist auch gestorben. Hier, da hast du Jay weggemacht. Nein. War das nicht die Taube? Das kann sein, dass er die Taube hat. Der hat die Taube noch geschmissen. Ja doch, an der Stelle, wo der auch liegt, macht das Sinn. Dann heißt Sepp ist der andere. Oder Peter und Chris. Also alle verbleiben uns. Also alle, jeder kann sein, außer Dennis. Stimmt, Dennis ist safe. Ja. Boah, Dalu, ey. Ich find's halt erstaunlich, wie lange Sepp halt nichts sagt. Zweimal seinen Twitter-Kollegen erschossen. Das wäre natürlich geil, wenn ich zweimal da. Ja, aber wir haben doch noch eine Leiche offen, wovon keiner weiß, ob das die... Ja, das Problem ist, die hat Dalu interessanterweise gesehen. Ah, ja, dann ist es. Dann existiert die also gar nicht. Ja, dann spielt doch einfach ruhig. Ist Jay, ja? Wo ist denn Jays Leiche? Die Jay liegt am Strand. Ja, aber ich bin am Strand. Auf Schiffseite Strand. Also. Die habe ich aber auch schon confirmed. Also ja. Die ist ja cool da. Ach so. Ja, weil ich wissen wollte, ob der durch die Tau. Ja, egal. Tja. Sebastian, ne? Warst du ganz halt nicht am Schiff und deswegen warst du Traitor diese Runde? Oder ist es doch jemand anders? Wer hat weiß? Hat Sebastian irgendwer schon gesehen? Wow, das ist der Vulkan. What the fuck? Geh mal besser irgendwo hin, wo rein ist. Hier geht's richtig ab. Ja. Peter ist an mir vorbeigeflogen. Der ist am Strand. Gott, dieses Ding ist so what the fuck, du hast Peter, ey? Ein Papier fallen lassen, Peter. Peter hat echt einen Bierschüsser gehabt, aber vom Feinsten, ey. Alter, dieses Ding, wie hoch du in die Luft geschleudert wirst. Damit hab ich nicht gerechnet. Thunderthighs. So. Ja, ja, ich wollte das. Also eigentlich ist das Ding ja witzig, ich wollte damit noch ein bisschen hochprobieren, aber das ist der Hammer. Wie schnell du auch von da oben runtergekommen bist. Aber es ist doch eigentlich gut, dass du im Wasser gelandet bist, weil sonst hättest du, kriegst du da sonst keinen Fall. Ja, ich habe PhD-Flubber vorher gesehen. Ey, Dalu, dein Spawnpoint, der war echt Pech. Ja, direkt drauf und tot. Ja, du warst war ein nice Schuss, Bram. Bram, ja. Wollte aber ganz schön geil. Ich hab ja die ganze Runde lang nur Jay gesucht, damit ich ihm die Taube zurückwerfen kann. Boah, du hättest es fast verkackt. Das war richtig knapp. Ich wär fast um die Ecke gekommen, ey. Das ist sehr ärgerlich. Okay, jetzt steht 1-1 in der Taubenrunde. So, Dalu. Bist du jetzt wieder Traitor? Willst du auf 1-2 verkürzen? Dreh dich mal um. Nee, dreh dich mal um, Dalu. Ist nix. Guck, da ist der Kopf gerade rausgekommen. Ja, weil du das aktiviert hast und mich abgeholt. Nee, ja wie denn? Da fällt wieder TNT vom Himmel, ja. Ja. Ich hab oben ein TNT fast kaputt gemacht, nicht fast ein TNT. Was muss man eigentlich machen, damit der TNT vom Himmel fällt? Ich hab nur drauf geschossen. Kopf Wasser platt machen. Oh, Dalu. So, ah, das ist noch was anderes. Naja, was das tust du? Das ist ja für fiese Sachen. Ja, Smoke Grenade. Dafür wäre ich jetzt eine Frag. Der Tauben-Jay! 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 Ich hab den nochmal weggeschossen. Hallo, Bram. Also, ich hab einen Header gegeben. Ich bin durch. Ja, er hat wahrscheinlich Dalu erwischt. Ja, hat er. Deswegen freut er sich auch so hart. Das war das okay. Einzige, was er wollte. Sepp oder Bram, einer von euch jetzt ist. Nee, Peter kann ja, nicht oder auch noch Peter sein. Könnte noch sein. Ja, okay, ich sag nur jetzt schon mal. Na dann, Sebastian, bist du diesmal? Nee. Diesmal nicht. Das war sehr convincing.
Ja, in der Tat. Ich hab versucht, alles zu geben. Okay, die Leiche ist weg, das ist schon mal gut. So, Sepp dürfte auf der Schiffseite vom Strand sein. Irgendwo da und dann Richtung Häuser laufen. Also auf der Schiffseite der Insel und dann irgendwo Richtung Häuser. Was ist denn für Häuser? Die halt, die kleine Siedlung, die halt ist. Da ist Sepp. Der ist, nee, der ist auf der anderen Seite. What? Wieso? Lahme-Hemmung. Scheiße, gut. Ey. 2-1! Runde verloren, würde ich sagen. Ja, Runde Schmunde, ey. Ja, Christian. 2-1. Ich hab dir zwei Tauben reingedrückt. Es war meine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, das war schön. Nice, ey. Vielen Dank. Kannst du bitte auch den Let's Play... Ah, ne, Moment, der Let's Play ist gar nicht da. Das ist ja langweilig. Ne, Sepp zählt nicht. Der hat ja eine Runde AFK gespielt. Deswegen würde ich sagen, ist Dado der Letzte. Nee, Dado ist der Letzte. Sepp konnte eine Runde nicht mitspielen.